Na, mein Sohn, hast du schon geöffnet? Oh Junge, mein erster Kunde. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang. Hi, mein Name ist Kenny. Kapitel 2. Oh nein, Elaine, das wird dir bestimmt nicht gefallen. Nö. Haue, haue, haue. So, wir sind hier. Wir gucken. Das ist Elaine. Ich muss sie irgendwie zurückverwandeln. Ja, das ist eine Frage, ne? Wir haben hier Kohle. Es ist ein glühendes Stück Kohle, ein Überbleibsel der Schlacht. Den können wir mitnehmen. Autsch! Geheimer Knopf. Wo drücken? Hier sind Hühner. Oh. War spaßig. War ich das? So. Warte mal, Elaine. Okay. Können wir die mitnehmen oder so? Sie wiegt bestimmt eine Tonne. Nichts für ungut. ich frage mich, wie viel Karat sie... Nein, keine gute Idee. Nee, ist keine gute Idee, ne? Was ist das hier? Ein Hütchen. Sieht gefährlich aus. Ja, nehmen wir mit, oder? Oh. Besser nicht. Ein Schild? Dies ist eine Informationstafel, aufgestellt von der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Plunder Island Wildhuhn. Eine der am meisten verbreiteten Tierarten von Plunder Island. Dies ist das Tier, das unserer Hauptstadt Puerto Pollo den Namen gab. Mhm. Können wir weiter? Da oben ist was. Mal lesen. Voodoo-Markierung. Mysteriös. Hier können wir weiter. Gehen wir mal weiter. Einfach mal weitergehen, ne? Okay, das ist die Map hier. Okay. Festung. Fragezeichen. Hier geht's nicht weiter. Gehen wir mal hier. Oha. Rinderschädel. Gehen wir weiter, ne? Oh. Ah. Ich bin Murray, der unbesiegbare dämonische Totenschädel. Ich überbringe dir eine Warnung aus den Abgründen der Hölle. Geh nicht weiter in den Sumpf. Kehre um, Dunkelheit wird dich umhüllen. Ja, ist das nicht der Totenschädel, wo wir auf dem Schiff gesehen haben? Wie bist du denn bis da oben hinaufgekommen? Durch schiere Willenskraft. Ah ja. Ja. Na ja, gut, ja. Es war ein Haufen dieser verrückten Voodoo-Kids. Sie haben mich an der Küste gefunden und hier aufgespießt. Und die ganze Zeit fanden sie das irrsinnig komisch. Finde ich auch komisch, ja. Soll ich dir runterhelfen? Hilfe? Von euch sterblichen Dummköpfen brauche ich keine Hilfe. Ich bin Murray, der allmächtige dämonische Totenschädel. Okay, ich wollte nur mal nachfragen. Versteh mich nicht falsch. Ich weiß das Angebot zu schätzen. Okay, er ist wenigstens freundlich, ne? Was machst du da oben? Ich glaube nicht. Weißt du etwas darüber, wie man Flüche aufhebt? Oh, richtig. Ich weiß viel über das Aufheben. Deshalb bin ich ein körperloser, sprechender Schädel, der mitten in einem Sumpf auf einen Pfahl aufgespießt ist. Du scheinst verbittert zu sein. Tut mir leid. Es war ein harter Tag. Okay. Ich würde gern bleiben und ein bisschen plaudern, aber ich muss gehen. Ich würde gerne gucken. Also hier ist nichts, ne? Schiffswrack. Also hier finde ich nichts, ne? Okay, da gehen wir mal rein, ne? Ja, hier ist nichts, ne? Oha. Die Krokodil? Ich wollte Dinosaurier. Das ist ein großes, ausgestopftes Krokodil mit einer ungewöhnlich langen Zunge. Okay. Krokodilzunge. Hier unten ist nix. Da Voodoo-Puppe.
Wie niedlich. Eine Voodoo-Puppe aus Papier. Nadel. Es ist eine Voodoo-Nadel. Können wir die nehmen? Können die... Was für eine Erleichterung. Ach so. Kleister. Können wir den mitnehmen? Wir haben jetzt Kleister. Eine Nadel. Glühzeug, ne? Was ist hier? Eine Schere. Können wir auch mitnehmen? Ich möchte diese bescheuerte kleine Schere nicht. Na, dann lass sie halt. Hier haben wir Kaugummimaschine, ne? Können wir die mitnehmen, oder? Ich bin kein Vandale. Ich bin ein Pirat. Warte mal, lass mal. Admiral Süßwasser Groß- und Fruchtig-Kaugummi. 5 Cent. Okay, warte mal. Wir haben doch hier, vielleicht geht ja das hier, ne? Geil, okay. Wow, ich habe ein ganzes Paket Kaugummi. Weiß ich nicht, für was das brauchen, aber für was brauchen wir Kaugummi? Ja, für irgendwas brauchen wir Kaugummi, ne? Gut, was haben wir denn noch? Kaugummimaschine? Weiß nix, ne? Naja. Krokodilzunge. Es ist die Zunge vom Krokodil. Und immer noch feucht. Können wir vielleicht das mitnehmen? Oh, anscheinend nicht. Oha, wer bist du denn? Wer bist du und wie konntest du einfach so erscheinen? Ich bin mit dem zweiten Gesicht gesegnet. Erfahren im Umgang mit den Kräften der Natur. Zum Wohle aller, die durch meine Tür treten. Du bist Modeberaterin. Ja, aber das war nicht das, worauf ich mich bezogen habe. Ich bin eine Voodoo-Priesterin. Schick. Du bist ein Herbsttyp, nebenbei bemerkt. Bin ich, ja. kenn ich dich von irgendwoher? Kenn ich dich nicht von irgendwoher? Wir kennen uns beide seit langer Zeit. Guybrush Threepwood. Du hast viel durchgemacht, daher ist es verständlich, dass du mich vergessen hast. Wir haben uns auf Mealy Island getroffen, als du das erste Mal versucht hast, Pirat zu werden. Warte eine Sekunde. Sind wir dabei, eine dieser Rückblenden-Geschichten zu machen? Die machen mich immer ganz krank. Nein, ich werde mich kurz fassen. Ich habe dir zweimal geholfen, den bösen Piraten LeChuck zu besiegen. Zuerst durch das Bereiten der Voodoo-Anti-Wurzel. Ich fange an, mich zu erinnern. Und dann noch einmal durch meine Hilfe bei der Anfertigung einer Voodoo-Puppe von seiner Zombie-Gestalt. Das stimmt. Ja. Yeah. Den Namen? Boah. Du hast mir schon so oft geholfen und ich kenne nicht einmal deinen Namen. Ich bin unter vielen Namen auf vielen unterschiedlichen Inseln bekannt. Aber Namen sind nicht von Bedeutung. Du solltest das wie kein anderer wissen, Guybrush Threepwood. Ja, du hast recht. Hey, machst du dich über mich lustig? Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Okay, Junge, habe ich viel Geschichten. Er muss... netter Laden, gefällt mir. Netter Laden, gefällt mir, wie du ihn eingerichtet hast. Danke. Du musst es durcheinander entschuldigen. Die Kinder sind vorbeigekommen, um mit ihren Papier-Voodoo-Puppen zu spielen. Es sind so liebenswürdige Kinder. Möchtest du ein paar Bilder sehen? Boah, nö, nicht unbedingt, ne? Vielleicht später. Ja, dafür ist jetzt nicht die Zeit. Ich fühle, dass etwas Schreckliches passiert ist. Hey, du bist gut. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ich habe Elaine endlich einen Heiratsantrag gemacht. Gratulation. Das klingt nicht so schreck. Und als ich ihr den Verlobungsring auf den Finger steckte, wurde sie mit einem schrecklichen Piratenfluch belegt und für alle Ewigkeit in eine massive Goldstatue verwandelt. Ach, das erklärt alles. Ich wurde von einer Welle überwältigenden Hasses und Zornes getroffen. Ja, dieser LeChuck war ein ziemlich mieser Kerl. Ich sprach über Elaine. Es bleibt keine Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Wir müssen uns beeilen. Keine Panik, Guybrush. Sie ist sicher, bis wir den Fluch brechen können. Du solltest dir nur Gedanken darüber machen, dass sie gestohlen werden kann. Wo hast du sie versteckt? Gar nicht. Hab ich nicht. Versteckt? Du hast sie nicht versteckt? Nö. Sie ist eine massive Goldstatue auf einer Insel voller Piraten. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Gar nichts. Geh, Guybrush. Beeil dich, bevor du zu spät kommst.
Elaine! Die ist aus Gold jetzt, die hört dich nicht mehr. Ich muss sie zurückbekommen. Das ist mir so peinlich. Es sieht aus, als bräuchte ich noch ein wenig mehr Hilfe. Mhm. Und was? Ah. Sind wir wieder hier? Hallo? Jemand hat Elaine gestohlen. Das ist Pech. Es wird schwierig werden, sie zurückzubekommen. Oh. Weißt du, wer sie entführt hat? Nicht sicher. Aber ich verdächtige die schäbigen Piraten, die in der Jefarenbucht ankern. Kannst du mir etwas geben, um den Fluch aufzuheben? Nein. LeChucks Fluch ist sehr mächtig. Genährt von seinem Ärger und der starken Frustration in Bezug auf das andere Geschlecht. Ich habe hier nichts, das einen so mächtigen Fluch aufheben könnte. Ich sehe aber eine Möglichkeit. Toll, welche? Du musst den verfluchten Ring durch einen reinen von gleichem oder höherem Wert ersetzen. Eine gute Richtlinie ist das Gehalt von 2 Monaten. Ist wahnsinnig da? Das da vielleicht. Gibt es einen etwas kostengünstigeren Weg, den Fluch aufzuheben? Du solltest in der Lage sein, es mit praktisch keinem finanziellen Aufwand durchzuführen. Perfekt. Wie? Die Legende erzählt von einem mordsmäßig großen Diamantring auf Blood Island. Blood Island? Davon habe ich noch nie gehört. Mit dieser Insel wirst du bald sehr vertraut sein. Aber du musst vorsichtig sein, Guybrush. Ich habe vorhergesehen, dass deine Reise mit Gefahren und Täuschungen gespickt sein wird. Ich habe auch gesehen, dass Blood Island der Ort sein wird, an dem du stirbst. Ups. Na nü, finde ich aber nicht nett. Stirbst? Hast du stirbst gesagt? Ich? Tot? Sei kein Weichei. Gibt es keinen weniger gefährlichen Weg? Nein. Der Wert des Ringes auf Blood Island rührt von seiner emotionalen Bedeutung her. Er repräsentiert eine reine, wahre Liebe. Eine Macht, die größer als alles andere ist. Oh, das ist süß. Ich glaube, ich habe da etwas im Auge. Verspotte die Voodoo-Priesterin nicht. Okay, wie komme ich nach Blood Island? Wie komme ich nach Blood Island? Du brauchst 3 Dinge. Mhm. Eine Karte nach Blood Island, denn die Reise ist lang und gefährlich. Okay. Ein seetüchtiges Schiff, um dich hinzubringen. Okay. Und eine erfahrene Mannschaft. Karte, Schiff und Mannschaft. Okay. Alles klar. Ja, dann gehen wir mal, ne? Lieber viele Informationen holen. Nun, wie kann ich den Ring auf Blood Island finden? Alles, was ich sehen kann, ist eine lange und schmerzvolle Geschichte, die mit dem Ring verbunden ist. Mhm. Und ich spüre eine große Trauer, die damit verbunden ist. Du wirst mehr erfahren, wenn du erst einmal die Insel gefunden hast. Okay. Ja, gut, ne? Blood Island klingt gefährlich. Du musst mit mir kommen. Nein, kann ich nicht. Ich habe in den letzten 6 Jahren auf 3 verschiedenen Inseln gelebt. Ich möchte nicht mehr reisen. Außerdem ist dieses Wrack noch nicht abbezahlt. Aber wer wird mir Informationen und Ratschläge geben? Du musst mitkommen. Du bist meine einzige Hoffnung. Nein, Guybrush. Es gibt noch eine andere. Blood Island, ich komme. Dann, ja, ich würde sagen, dann danke für deine, ne? Hilfe. Muss gehen. Also wir haben hier immer noch nichts. Voodoo-Puppe können wir nicht mitnehmen. Ja, dann jemand, ne? Gehen wir mal gucken. Ein bisschen erkunden und so, ne? Vielleicht finden wir hier ein paar Sachen. Den lassen wir da oben. Der quasselt mir zu viel hier. Na komm. So, wir haben hier die Festung. Hier haben wir eine Stadt oder so. Gehen wir mal zur Stadt. Oh. Gucken erstmal. Wie inspirierend. Ein aufstrebender junger Unternehmer. Mhm. Warte mal. Bleib doch mal hier. Ich wollte eigentlich hier. Ich wollte das Schild hier gucken. Ah, das kann man nicht, ne? Ja, das kann man. Der Chefarzt von Plunder Island warnt, Inhaltsstoffe dieses Produktes können gesundheitsschädlich oder tödlich sein, wenn sie verschluckt werden. Okay.
Können wir mit dem reden? Na, mein Sohn, hast du schon geöffnet? Oh Junge, mein erster Kunde. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang. Hi, mein Name ist Kenny, Kenny Faulzahn. Es wäre toll, wenn Sie etwas von meiner Limonade kaufen würden. Kostet nur einen Fünfer. Und das Allerbeste ist mein bodenloser Krugtarif. Das klingt nach einem guten Geschäft. Ein bodenloser Krugtarif, ne? Ist die Limonade gut? Oh, aber natürlich. Es ist ein sehr gesundes Getränk. Sogar noch besser für Sie, als Blutegel auf die Zunge zu legen. Hui. So, dann würde ich sagen, guck mal nächstes Mal, was hier passieren wird. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.